Es gibt da so eine Sache, das haben ganz viele Selbstständige in ihrer Buchhaltung gar nicht auf dem Schirm. Und zwar spreche ich von außerplanmäßigen Abschreibungen oder sogenannten Teilwertabschreibungen. Und zwar ist es ja folgendermaßen. Wenn du Dinge kaufst, die du dauerhaft in deinem Unternehmen benutzen möchtest, dann ist das Anlagevermögen, zum Beispiel ein Laptop, ein Smartphone, eine Kamera, ein Auto und so weiter. Immer wenn das Anlagevermögen teurer ist als 800 Euro netto, plus Umsatzsteuer, also mit Umsatzsteuer wären es dann 952 Euro, musst du dieses Anlagevermögen abschreiben. Abschreiben bedeutet, du kannst diese Kosten nicht heute, hier, jetzt, sofort zu 100% in der Buchhaltung berücksichtigen, sondern musst es über mehrere Jahre verteilen. Das sind dann die sogenannten Abschreibungen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, weil ich mitbekomme, dass viele Leute das noch gar nicht mitbekommen haben. Computer muss man nicht mehr abschreiben. Es ist auch vollkommen egal, wie teuer der Computer ist, ob es für 1000 Euro, 2000 Euro oder ein Mac Pro für 10.000 Euro ist, den musst du nicht mehr abschreiben. Das heißt, Computer kannst du zum Zeitpunkt der Anschaffung sofort in den Aufwand buchen und musst die Anschaffungskosten nicht mehr über mehrere Jahre verteilen. Das ist aber bei vielen anderen technischen Geräten immer noch der Fall. Zum Beispiel Smartphones. Und wenn du zum Beispiel ein Smartphone kaufst, dann kaufst du erstmal das Smartphone, ganz normal, wo du es halt kaufen möchtest. Und dann gehst du in die sogenannten AFA-Tabellen. Ich verlinke dir dazu die Webseite auch einmal unten in der Videobeschreibung. Und das Ganze sieht dann so aus. Bundesministerium der Finanzen, AFA-Tabellen. Und dann findest du hier eine ganze Reihe von spezialisierten Tabellen, wo dann alle möglichen Anlagevermögen aufgelistet sind. Das Spannendste oder das am häufigsten benötigte steht hier ganz oben. Und zwar einmal Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter. Da gehst du einmal rein und dann hast du hier eine lange Liste an allen möglichen Anlagevermögen. Und hier unter 6 sehen wir auch Mobilfunkendgeräte. 5 Jahre. Das heißt, wir müssen tatsächlich Mobilfunkendgeräte, also Smartphones, über 5 Jahre abschreiben. Da werden jetzt bestimmt einige von euch sagen, Moment mal, mein Laptop muss ich gar nicht mehr abschreiben und mein Smartphone 5 Jahre. Wer benutzt denn sein Smartphone bitte 5 Jahre? Und ich kann es dir nicht sagen, ich nicht. Ich benutze regelmäßig mein Smartphone meistens so 2 Jahre. Manchmal, wenn es mir zwischendrin runterfällt, vielleicht auch nur 1 Jahr. Oder wenn es irgendwelche technischen Neuerungen gab, dann halt auch nur 1 Jahr. Danach ist es auch einfach nicht mehr so viel wert. Und genau das ist das Problem mit Abschreibungen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Smartphone kaufe für 1.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer, dann zahle ich an zum Beispiel Apple 1.190 Euro. Ich kann mir die 190 Euro ja in der Umsatzsteuervoranmeldung wiederholen. Das heißt, ich habe in der Buchhaltung Anschaffungskosten von 1.000 Euro netto. Dann gehe ich in diese AFA-Tabelle. Da steht drin, dass ich das über 5 Jahre abschreiben soll. Das heißt, ich habe jetzt in diesem Jahr Kosten von 200 Euro und die nächsten 4 Jahre jeweils auch von 200 Euro. Sind wir ehrlich, in einem Jahr wird dieses Smartphone aber nicht mehr 800 Euro wert sein. In der Buchhaltung steht es aber noch mit 800 Euro, weil Anschaffungskosten 1.000 Euro minus 200 Euro Abschreibung bedeutet, im zweiten Jahr müsste es eigentlich noch 800 Euro wert sein. Und es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum etwas schneller an Wert verliert als die Abschreibungsbeträge. Entweder, wie beim Smartphone, es fällt dir runter, es wird dir geklaut oder bei so einem Auto passieren auch mal Unfälle und ein Unfallwagen ist tendenziell weniger wert als ein Wagen ohne Unfall. Und es gibt immer wieder Situationen, wo Dinge außerplanmäßig an Wert verlieren. Und tatsächlich kann man dann in solchen Situationen außerplanmäßige Abschreibungen vornehmen. Gehen wir mal davon aus, ich habe mein iPhone gekauft für 1.000 Euro netto, habe das jetzt 1 Jahr benutzt, aber nach 1 Jahr fällt mir das Ganze runter und das Display zerspringt. Das heißt, es ist eigentlich auch nicht mehr benutzbar und man hat jedes Mal Splitter im Finger, wenn man dieses Smartphone benutzt. Das heißt, es ist faktisch einfach nichts mehr wert. Es wäre vielleicht noch ein bisschen was wert, wenn ich das jetzt reparieren lasse. Das kostet aber auch wahnsinnig viel. Aber es steht in der Buchhaltung ja noch mit 800 Euro. Tatsächlich kann ich in einer solchen Situation eine außerplanmäßige Abschreibung vornehmen in Höhe von 800 Euro. Das heißt, ich nehme die ganzen zukünftigen Abschreibungen einfach nach vorne und schreibe sie jetzt einmal außerplanmäßig ab. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Das Ganze gilt für alle Anlagevermögen. Das heißt, wenn aus welchen Gründen auch immer dein Anlagevermögen nachhaltig weniger wert ist, dann solltest du es außerplanmäßig abschreiben. Denn für dich hat das den großen Vorteil, dass du dann diese Kosten schon in dem Jahr des Verlustes oder des Kaputtgehens steuerlich berücksichtigen kannst. Und dadurch bezahlst du dann entsprechend weniger Steuern. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, du sparst natürlich nicht ultimativ Steuern, weil du dann ja in den folgenden Jahren diese Abschreibungsbeträge nicht mehr in der Buchhaltung hast, aber du kannst die Steuerlast in dem Jahr, in dem der Schaden entstanden ist, schon mal berücksichtigen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass natürlich etwas nicht vollständig kaputt gehen muss. Also so ein Auto, das kannst du ja noch benutzen, nachdem du einen Unfall hattest, aber es ist halt entsprechend weniger wert. Das heißt, wenn du irgendwie nachweisen kannst, dass etwas jetzt
weniger wert ist. Zum Beispiel durch Anzeigen auf mobile.de bei Autos oder auch bei eBay Kleinanzeigen und du siehst etwas in der gleichen Qualität und dem gleichen Nutzungszustand und der ist niedriger als der Wert, den du in der Buchhaltung hast, dann kannst du dieses Listing, diesen Preis als Beweis dafür nehmen, dass ja, dein Gerät, dein Auto, was auch immer du da abschreiben möchtest, jetzt weniger wert ist. Das heißt, du musst etwas nicht zwingend auf null außerplanmäßig abschreiben. Wenn du das Handy noch reparieren kannst, es ist jetzt aber halt keine 800 Euro mehr wert, sondern 400 Euro, dann kannst du auch eine außerplanmäßige Abschreibung von 400 Euro vornehmen. Übrigens, wenn du deine Buchhaltung selber machen möchtest, empfehle ich dir LexOffice. Du findest unten in der Videobeschreibung dazu einen ganz guten Deal. Und wenn du zu dem ganzen Thema Abschreibungen, außerplanmäßigen Abschreibungen Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und du findest unten in der Videobeschreibung auch neben meiner Empfehlung für LexOffice noch ein Bankkonto, einen Steuerberater und so weiter. Alles, was du für deine Selbstständigkeit brauchst, findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke es dir aber auch gerne noch einmal hier oder du schaust jetzt einfach erstmal direkt andere Videos auf diesem Kanal an. Da gibt es viele schöne Videos zu entdecken, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.